Wupp, wupp, wieso stehe ich denn im Klo? Ja, da habe ich letztes Mal aufgehört. Moin, hallo zusammen. Wir sind denn doch inzwischen ein paar mehr. Und ich traue mich immer nicht, vor großen Öffentlichkeiten zu sprechen. Nee, Spaß beiseite. Nochmal, hallo zusammen. Wir sind ein bisschen mehr. Und ich traue mich nicht. Ach nee, das hatten wir ja gerade schon. Ja, das war dann doch sehr schön, was dann da passiert ist in der letzten Zeit. Wupp, wupp, ich blend's mal ein. Hi. Ja, ich bin jetzt offiziell Pro-Let's Player, Profi, Deluxe 2000 und so weiter. Und ich habe natürlich keinen Plan. Wissen wir, du hast nie einen Plan. Mach doch was Vernünftiges. Ja. Guck mal hier. Oh, die Chlorolle sieht ja auch geil aus. Da ist wieder ein Steinmonster. Nö. War auch kein Steinmonster, war ein Erdmonster. Noch so ein Monster hier. Bäh. Danke. Ja, hier wächst es noch. Da ist alles soweit schön. Das Klo da oben, das war ja auch soweit in Ordnung. Es ruckelt gerade. Nochmal. Geht das? Geht das bei dir? Ja, ich laufe mal schnell hin. Wie gesagt, habe keinen Plan und ich bin immer noch ein bisschen begeistert. Wup, wup. Pro Gamer. Ja, ich weiß gar nicht, was ich machen könnte. Den Energy Drink habe ich übrigens schon intus. Hab gerade noch ein anderes Video geguckt. Hallo Sig D, machst du gut? Ja, der Raum hier müsste noch ausgebaut werden. Und der hier glaube ich auch noch, ne? Ne, der war schon. Aber wieso ist mein Text weg? Ich habe doch hier mal das rote Paradies dran geschrieben. Ja. Und hier habe ich, ja, und hier habe ich auch das rote Paradies. Warum auch immer es nicht angezeigt wird, auch eben korrigieren. Wieso habe ich eigentlich so viel Schrott im Inventar? So, da. And welcome my English-speaking viewers. There are some of you. I just wanted to say hello and welcome to this Let's Play. But unfortunately, English isn't my main language, and so I decided to film this Let's Play in German. Gut, das nur dazu. Hatte da einen Kommentar bekommen, doch mal bitte ein Let's Play auf Englisch zu machen. Nein, abgelehnt. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich finde gerade die. Ja, ich habe noch ein anderes Problem. Ich habe nicht drauf geachtet. Warum bin ich eigentlich tot? Ah, ich bin vertrocknet. Gut. Nein, ich habe ein kleines Problem und zwar die Tastatur, die ich immer anschließe. Das ist eine deutschsprachige Tastatur. Meine normale Tastatur ist aber eine englischsprachige Tastatur. Und da ist mein Zeug. So. Und ich weiß jetzt nicht, wo die Raute-Taste ist. Die muss doch hier irgendwo. Auf der Tastatur kann ich das nicht erkennen. Die ist im Dunkeln. Ich drück das doch jedes Mal auch. Warte mal. Ach, da auf der 3. So aus Gewohnheit halt immer, ne? So, 3. Ah, guck mal da. So, das war 4, ne? Wie hatte ich das jetzt genannt? Das rote Paradies? Das rote Paradies. Zack. Oh, du bist voll der Pro-Gamer, Alter. Sag mal, was ist das? Hä? Hallo? So vielleicht? Och, leck mich am Arsch. Gut, ansonsten, ja, nächste Pläne müssten natürlich irgendwann mal sein, hier oben weiterzumachen. Hier weiß ich nur noch nicht, welchen Boden ich reinschmeiße. Ich müsste ja, weil hier die Kanten sind, diesen Boden reintun. Es wäre dann halt so ein bisschen irgendwie wendemäßig nicht so geil. Ja, vielleicht mache ich das hier auch ein bisschen anders. Dann hier oben ist ja schon der Boden drin. Hier müsste einfach nur mal eingerichtet werden. Eventuell noch die eine oder andere Wand reingezogen und dann hat
Hat man dann hier auch wieder schön. Oh, Loch. Dann hat man hier dann auch wieder schön ja, eine weitere Etage zum Wohnen. Dann geht's hier noch weiter. Ihr seht's vielleicht, es ist eine kleine Tour für alle, die neu dabei sind, was ich bisher gebaut habe. So, dann hier natürlich auch nochmal irgendwie Einrichtung. Ich glaube, hier werde ich einfach zumachen. Oh, eben schnell mal zu hier. Man muss es auch nicht übertreiben mit dem Platz. So. Hier ist halt schwierig, ne, weil hier ist irgendwie Wand und hast du nicht gesehen. Ich könnte natürlich hier so. Und dann hier noch einen Baumstamm hin. Habe ich denn da noch Baumstämme? Ach, guck mal an. Ah, hier hin, hier hin, hier hin. Gut, und schon ist es so ein bisschen, ja, weniger, aber eben dann doch so ein bisschen schöner. Ah, hier müsste alle, nee. Gut, dann geht's hier oben weiter. So, den Huster habe ich jetzt aber rausgeschnitten. Dann geht's hier oben weiter. Hier ist nochmal so eine kleine Leseecke, wollte ich hier ja einrichten. Mensch, das ist aber auch ein Ausblick. Und dann geht's noch ein weiter. Das ist übrigens alles im normalen Überlebensmodus gebaut. Also da ist jetzt nichts hingeschietet oder sonst irgendwas. So. Hier ist auch nochmal irgendwie Einrichtung. Wird dann immer kleiner nach oben hin. Aber der Ausblick wird dafür halt immer besser. Und dann gibt es hier ganz oben im Turm, da ist schon so ein bisschen eingerichtet, ein kleines Lesezimmer. Habe ich nur gerade kein Buch dabei, sonst könnte ich auch ein bisschen was vorlesen. Ja, hier ist auch wieder schöner Ausblick und alles. Und noch höher geht es halt nicht, aber dafür jetzt ein schönes Oberlicht. So, dann gehen wir mal einmal wieder runter. Da war gerade ein Huhn irgendwo, das ist auch schön. Ah ja, hier geht's runter. Weil das Ganze, das geht's ja nach unten auch nochmal. Ups. So, hier ist Restaurant. Kannst dann was zu essen bestellen. Ey, Bedienung! Bedienung! Ja. Und eine kleine Bar ohne Barhocker. Die habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Ja, hier ist dann die Küche. War dann so auch der erste Teil, wo ich dann angefangen hatte zu spielen. Dann geht's hier einmal runter in den Keller. So, der eigentlich gar kein Keller ist. So, der ist dann auch schön ausgeleuchtet hier. Ja, hier ist immer noch das Giftwasser aus Carbon, das ich noch nicht ersetzt habe durch irgendwas anderes Schönes. Ah, und hier geht's auch nochmal irgendwie runter. Ja. Dann hier hinten ist auch noch mal so eine Nische. Nur da ist aber auch nichts weiter. Dann geht's hier noch mal ein bisschen tiefer. Auch wieder mit so ein bisschen Sichtfenstern drin, dass man so ein bisschen reingucken kann in die Höhlen. Da hinten wäre auch wieder Giftwasser. Gut, dann kommt man hier nämlich langsam mal nach unten. Oh ja, da bin ich wieder da. Das Spiel stürzt jetzt neuerdings ab und an mal so ein bisschen ab, da die Mobs-Mod, die ich benutze, bisschen auf die Mobs zugreift, die Carbon mal implementiert hatte. Da ich ja nun Carbon nicht mehr nutze, ist es so, dass dort die Mobs-Mod zwar dieselben IDs hat, aber eben die Mobs-API nicht kompatibel ist. Darum crasht es dann ab und an mal. Ah, danach sollte es dann eigentlich nochmal weiterlaufen, da die Mobs dann gelöscht, ersetzt, was auch immer werden. Auf jeden Fall funktioniert es danach dann wieder. Sollte es also ab und an mal abstürzen, während wir neue Bereiche oder Bereiche erkunden, wo ich schon mal war, ist leider so. Ja, kann man leider nicht ändern. Ja, könnte man schon, aber habe ich erstmal keine Lust zu. So, dann sagen, gehen wir ein bisschen Höhlentour machen heute. Immerhin weiß ich ja nun den Weg. Wer sich vielleicht erinnert, das war ja immer nicht so ganz einfach, der Weg hier. Guck, da hinten, da kann man dann nämlich runtergehen. Den habe ich tatsächlich irgendwann mal gesucht, den Weg. Ja. Ne? Wie gesagt, hier war der Weg. Hey, du bist trotzdem Idiot. Nein, gar nicht. Jawohl. Nein. Doch. Na gut, überredet.
Aber jetzt will ich mir Hände. Halt's Maul. Okay. Ja, jetzt komme ich schon mit den Stimmen durcheinander, ne? Hier mal ein bisschen. Nö, brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Den lasse ich einfach mal. So, dann gucken wir doch mal. Hier war ja irgendwann mal ein netter Kumpel von mir. Das wird wahrscheinlich noch öfter passieren. Aber es scheint die Welt nicht zu beeinträchtigen. Ja, stürzt halt ab und an mal ab. Ja, wer sich erinnert, hier war der Dungeon Master. Den ich dann irgendwie bekämpfen wollte, der dann aber doch eine andere Meinung hatte. Hier war Giftwasser. Hier ist aber auch noch ordentlich Zeug zum Wegholen. So. Da war dann nichts weiter, ne? Hier war unten irgendwie nichts weiter. Und hier ging es dann auch weiter runter. Langsam wird's nervig. Guck mal, hier ist sogar noch eine Fackel von früher. Ja. Scheiß Ratten. So, dann gucken wir doch mal. Dann geht's hier mal tiefer. Ja, oder auch dunkler vor allen Dingen. Habe ich da überhaupt was dabei? Oh ja, eine Fackel. Hey, du hast eine Fackel dabei. Super. So. Ich glaube, das hat keinen Wert. Ab nach Hause. Ist natürlich wieder Nacht. Wer hat's anders erwartet? Mal einmal rüberlaufen. Oh ja. Ich schmeiß mal ein bisschen Zeug weg. Tür zuzieht. So. Hier brennt irgendwas vor sich hin. Ah ja, hier mache ich gerade Brot. So. Ja, aber gleich mal fertig mit dem Brot und dann passt das. Ich könnte noch ein zweites Klo bauen, oder? Ja, hier brauchen wir ja auch noch eins. Wo ich das Zeug in im Inventar habe. Kurz mal ein Häppchen essen. So, wie war das? Ein voller Eimer, ein leerer Eimer war das, ne? So. So und so. Tada! Klopapier habe ich auch noch. Ein Waschbecken brauche ich noch. Das war dann mit dreimal, ne? Natürlich nicht mehr. Kommt man das noch herstellen? Ta und ich habe zu viel Zeug im Inventar. Schmeiß mal was weg. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Nö, habe ich auch genug von. Papers brauche ich auch nicht. Papers, hihi. Ja, ist gut. Weg, 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 weg. Oh, voll der Inventar-Messi, ey. Nur auch nicht mehr die Scheiße hier. Das brauchst du auch nicht mehr. Holz behalte ich mal. Kupfer behalte ich, das behalte ich. Ach komm, scheißegal, da habe ich so viel von. Weg damit. Weg. Wolle brauche ich auch nicht. Da habe ich auch genug von. Die guten Kristalle behalte ich mal. Apfel brauche ich eventuell nochmal irgendwann zum Essen. So, dann bauen wir jetzt nochmal ein. Och, hey. Wieso so auf die Tür auf? 3, 4, so, zah, hier, bam. Bam, 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 bam. So, okay. Ach ja, da war ja was. Die Dinger brauchen ja alle immer 100.000 Millionen Eimer. So, und so, und so. Und so. Gut, jetzt hab ich, ich würde wahrscheinlich noch einen Eimer brauchen, weil ich auch noch einen Wasserhahn brauche. Wie ging der denn noch? Nochmal, ist denn da draußen los? Geht das bei euch oder was? Meine Güte. Ein Wasserhahn wollte ich jetzt nachschauen, bitte mal. Hallo? Ah, natürlich, man braucht einen Eimer. Selbstverständlich braucht man einen Eimer. Natürlich, man braucht für alles einen Eimer, was im Badezimmer steht. Genau, scharf, hast recht. Der Eimer muss auch noch voll sein, den können wir eben voll machen. Will den Eimer voll machen, du Ferkel. Ja. Irgendwann hau ich ihm einen auf die Nase. Ja, dann musst du dich aber selber schlagen. Ja, das ist richtig, das werde ich dann tun. Traust dich sowieso nicht. Doch, habe ich schon gemacht. Ach ja, stimmt ja. Aua. Ein Tower Tray. Nein, das wollte ich nicht bauen. Das wäre aber dann tatsächlich auch nochmal eine schöne Idee.
Scheiße, wie ging der Wasserhahn? Ich habe mir das nicht gemerkt. Ach ja, mit Eisen. Die Rezepte sind so arsig teuer, ey. Gut, dann haben wir jetzt wieder eine volle Badausrüstung. Und die muss natürlich hier oben irgendwo auch nur untergebracht werden. Hier oben ist natürlich alles sehr, sehr eng. Oh ja, ein Klo direkt so am Ding ist auch scheiße. Oder doch hier unten irgendwo? Ja, hier kannst du ja schlecht ein Klo reinbauen, ne? Dann kommt das hier oben irgendwo rein. Ich denke mal, hier ist in Ordnung. Wasserhahn einmal an die Wand. Dann das Waschbecken da drunter. Das ist doch schon mal schön. Und das Klo, ja, machen wir das jetzt hier an den Rand oder machen wir das jetzt hier irgendwo daneben? Ich glaube mal hier daneben, ne? Man kann abspülen. ja, es ist zu schön, es ist zu schön. Na gut, da brauche ich ein paar mehr von. So. Da hinter mal ein bisschen dicht machen. Gut, hier auch noch ein bisschen dicht machen. Und hier muss auch noch ein... Oh, ey, ja, so ähnlich, ne? So muss gemacht werden. Außerdem bin ich schon wieder am Verdursten. Na meine Güte hier, jetzt ist aber mal langsam echt... Zack, so. Eine Tür brauche ich noch. Ich kann leider nur die eine, deswegen gibt es wieder eine mit dem Sichtfenster. Was denn für ein Geräusch, wenn ich da rumklopfe? Naja, gut. Oh, dann klopf doch nicht rum, du Idiot. Ja, hast ja recht. Ich glaube fast, ich werde nochmal ein kleines Plättchen machen und das als Sichtschutz zum Fenster hin platzieren. Hier ein etwas dickeres. Ja, vielleicht nicht alle, sondern dann reicht dann auch eins. Na ja, gut, der Rest, der landet dann eh im Müll. So ein Plättchen. Ja, siehst du, dann bleibt nämlich arsch viel über. Ja. Na gut. Weg ist weg. Habe ich eh genug von. Und das Plättchen kommt dann hier nämlich daneben. Mal eben gucken, dass ich das hier ausrichten kann. So. So. Siehst du, schon hast du einen Sichtschutz. Ne, dann kannst du da in Ruhe kacken und dabei rausgucken. Kann man das auch, ne? Ja, schön. Warum nicht, ne? Kreativkacken 2.0. Gut. Wie kriege ich das jetzt wieder ordentlich? So. Funktioniert das jetzt noch? Ja. Das ist schon schön. Gut, das bräuchte natürlich auch nochmal Licht. Auch hier werde ich kein offenes Feuer machen. Das ist mir zu riskant. Hier könnte natürlich noch richtig geile Badewanne rein. Ne? Das ist ein bisschen langgezogen dann, aber dann hast du hier wirklich Badewanne und hast da nicht gesehen. Ich guck mal eben, wie eine Badewanne geht. Ja. Da braucht man garantiert einen Eimer für. Das weiß ich jetzt schon. Mindestens einen. So, gucken wir doch mal. Ja, Tab ist doch Badewanne, oder? Bars vielleicht? Nein. Gut, da habe ich dann zumindest Fliesen. Ja, nun muss ich doch mal gleich mal schauen. Gibt es denn überhaupt Badewannen? Sonst kriege ich eine Duschwanne, dann passt das dann auch. Ihr könnt natürlich auch einen Serverraum ins Badezimmer stellen. Ist bestimmt schön. Was ist denn hier? Aha. Ah, schön, schön, schönes Wortspiel. Gefällt mir sehr gut. Und es übersteuert wie Sau, aber das ist mir egal. Admiral 64. Das ist gut. Versteht aber auch nicht jeder dieses Wortspiel. Aber schön. Gefällt mir. Darauf erstmal ein Schlückchen Kakao. Apropos Wortspiel, ich wollte es ja noch auflösen, ne? Ich blende es mal ein.
Ich fand das eigentlich ziemlich gut, dieses Wortspiel. Oder ist das einfach nur mein verquerer Geist, der auf so eine Scheiße kommt? Ich weiß es nicht. Ich wollte aber erstmal gucken, ob es hier eine Badewanne gibt. Ja, und da fängt dann der Kram an. Komisch, eine Badewanne gibt's nicht. Krieg dann eine Duschwanne. Der hier? Oh Gott. Und der hier? Siehst du, ein Eimer. Natürlich ein Eimer. Dann bauen wir das mal eben zusammen hier. Was mache ich denn da? Und da der Eimer rein, oder wie war das? Ja. Ich mach mal ein paar Eimer. So, drei Stück müssten reichen für das erste. Ah ja, ich scheiße, jetzt habe ich die Klorolle vergessen. Ja, die muss dann natürlich auch gleich noch an. Nein? Nein? Ich habe das doch gerade auch hingekriegt. Wie ging das jetzt? Ach, der Eimer muss voll sein, natürlich. Wie dumm von mir, natürlich, der Eimer muss voll sein. Selbstverständlich muss der Eimer voll sein, sonst geht das nicht. So. Oh ja, und was essen sollte ich auch. Danke für die Info. Gut. Das Ding brauchen wir. Was mache ich denn da? Wie ging der Showerhead noch? Wahrscheinlich auch mit einem vollen Eimer. Ich habe mir die Rezepte gerade alle angeguckt, Mann. Aufmerksamkeit wie ein Frosch. Das war das Ding. Das war das Ding. Das war das. Das war. Wisst ihr was? Ich guck mal schnell nach. Und dann ist die Folge nämlich auch schon wieder rum. Naja, halbe Stunde läuft. Showerhead. Ach ja, einen nur. Das ist ja sparsam. Showerhead ist auch da. Dann kriegt er die Klorolle noch angebracht und das Ding noch angebracht. Und dann könnte ich eigentlich auch eine Absperrung für die Dusche bauen. Habe ich natürlich den Sand weggeschmissen, ne? Natürlich habe ich den Sand weggeschmissen. Also, Brot ist hier. Glas ist da auch gleich. Erstmal hier das Klo zu Ende einrichten. Hier hätte so schön eine Badewanne reingepasst. So, Duschkopf. Doch, hier. Ja, der ist ein bisschen niedrig, würde ich sagen, ne? Der müsste eigentlich da oben hin. Ah, kann man aber auch nicht drehen. Der ist dann. Das ist doch scheiße, sowas. Ganz doof ist das. Hier, da müsste der hin. Da müsste der hin, der Duschkopf. Der ist dann immer an der Unterseite von dem Block. Wisst ihr was? Okay. Sieht keiner, dass der falsch rum ist. Nur ich denke, das ist in Ordnung so. So. Scheiße. Och Mann. Schade, dass der nicht oben ist. Unten ist, oben ist, oben ist. Das ist ja. Na gut, andererseits ist es auch sehr eng hier für so einen Duschraum. Die Klorolle wollte er noch. Die hast du dann direkt gegenüber. Das lässt sich leider nicht anders machen, mein Freund. So ähnlich. Dahin. So. Gut. Ja, ja, nö, ist in Ordnung. Und dann eben kurz noch zumachen hier. Dann haben wir nämlich hier. Wie viel kriegt der? Ich kriege immer 8 aus einem, ne? Ja, so. Das ist in Ordnung so. Dahin und da drauf und dann. Oh, das sind nur an die richtige Stelle drehen. Zack. 1, 2, 3, 4.
Und schon haben wir hier eine wunderschöne Nasszelle. Diese wunderschöne Nasszelle bräuchte ja rein theoretisch noch geht beides nicht. Dass das aus dem Klo nicht geht, ist aber, glaube ich, ganz gut. Diese Nasszelle bräuchte irgendwie noch so einen Vorderbelag, dass es nicht so nass wird dann. Erstmal Tür zu. Was nehme ich denn da mal? Da könnte ich mir... Sag mal, das wird immer verbuggter hier. Kann das sein? Also irgendwie... Beim Testen sah das auch alles so schön aus. Ah, da brauchen wir das. Das kann man da mit dem Marble nicht auch irgendwie was machen? Wenn man das zu Blöcken zusammenbaut? Nein. Slabs kann man draus machen. Ich bin mir sicher, man kann da auch irgendwie Kacheln draus machen. Ansonsten gab es ja auch sowieso diese fürs Badezimmer, ne? Ne, nicht Tab, sondern Bath hieß das. Genau, die Dinger hier. Ja. Dunkelgraue Färbe und weißes Färbezeug. Nö. Wisst ihr was? Dann machen wir nächstes Mal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschö!